Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Cartel nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident in Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zu Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Produktion, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss aller Bosse, El Sueño.